Herzlich willkommen zum 76. Video auf meinem Kanal mit einer Woche Verspätung, weil der rückläufige Merkur und der verbrannte Merkur mich total beschäftigt haben. Und zwar nicht bloß beim Dreh vom Video, sondern auch im äußeren Leben. Und ihr seht schon, andere Haarfarbe, Frisur immer noch kurz, mal gucken, wohin sich das entwickelt. Und jetzt geht's los mit dem Intro, das ich eigentlich schon vor einer Woche gedreht habe. Und dann mit dem Video zum rückläufigen Merkur. Herzlich willkommen zum 76. Video auf meinem Kanal. Vielleicht kann man es hören, ich bin ein bisschen heiser. Das ist heute Morgen losgegangen und über den Lauf des Tages habe ich dann so überlegt, woran könnte es liegen, habe mal astrologisch geguckt und ihr bekommt heute ein Video über die Zwillinge, über Jungfrau und Merkur und vor allen Dingen über den verbrannten Merkur. Und das wird für euch hoffentlich sehr interessant und ein bisschen amüsant, weil ich am persönlichen Beispiel arbeiten werde. Denn ich habe heute versucht, ein Auto zu mieten für eine Veranstaltung, an der ich teilnehme. Und ich kann euch nur sagen, Abenteuer reisen. Und auch das hat mit dem Merkur zu tun. Heute beginne ich mal ganz anders mit meinem Video. Ich bin draußen mit euch. Und zwar deswegen, weil ich bei der Erklärung der Planeten mal der Gang in die Natur unglaublich anbietet. Wir hatten jetzt, also fangen wir andersrum an, also jedes Tierkreiszeichen hat circa 30 Tage, die es auf uns als Menschen astrologisch einwirkt. Und wir hatten jetzt ja zwischen dem 21. April und bis zum 20. Mai, das war vorgestern, hatten wir das Tierkreiszeichen Stier am Start. Und da können wir gleich schon mal in die Landschaft gucken, denn zum Stier gehört der Planet Venus, der sogenannte grüne Planet. Und wenn ich mich jetzt hier umgucke, die Farbe Grün gehört eben auch zum Stier als Hauptfarbe. Ich glaube, es ist selbsterklärend. Man sieht, es ist überall grün, 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 grün. Ja, genau. Und wenn man jetzt weiter in die Natur geht und wenn wir jetzt weiter in den Wald gehen würden, so, dann würden wir auch sehen, dass es unheimlich blüht. Warum ich hier unterwegs bin, ich habe zwei Hunde, das ist der eine davon. Und mit denen bin ich jetzt Gassi regelmäßig, also der Reihe nach, weil sie beide so ein paar Panits haben. Guck mal, hier sind ein paar Blumen als einmal ein Angebot zum Thema Blüte im Mai. Und da ist es also jetzt so, dass ich euch deswegen auch mit rausgenommen habe. Schnupp ist noch ein bisschen, mein Hund ist noch ein bisschen müde und geht schon wieder in die Grundstücke von Nachbarn rein. Das werdet ihr merken, ich bin dann zwischendurch mal angehalten. So, und ja, also grün wäre jetzt eher so die Farbe vom Stier. Und ein Stein, der zum Stier gehört, ist der Malachit. Ich reiße das jetzt hier wirklich nur einmal kurz an, um der Vollständigkeit halber zu bleiben, da ich, bevor ich mich mit Putin und der Ukraine und Zelensky beschäftigt habe, ja auch schon mal ein Video über Widder und Waage gemacht habe. Und da fand ich es einfach nochmal wichtig, daran anzuknüpfen. Im Widder fangen die Pflanzen an zu sprießen und im Stier haben wir, wie gesagt, die ersten Blüten und eine richtig schöne frühlinghafte Blütenpracht. Und die setzt sich natürlich auch in den Zwillingen, im Tierkreiszeichen Zwillinge, fort. Die Pusteblume oder auch der Löwenzahn sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich dann allerdings die Blütenenergien ändern. Es ist nämlich so, dass beim Löwenzahn ja die Blüte als Gelbes kommt, dann zieht sie sich wieder komplett zurück, was übrigens fast immer auf dem Wechsel vom Tierkreiszeichen Stier ins Tierkreiszeichen Zwillinge, also um den 15. bis 25. Mai herum passiert. Und dann geht sie wieder auf und geht als Pusteblume durch die Situation. Und die Pusteblume braucht was ganz Bestimmtes und das gehört elementar auch zum Merkur, zu den Zwillingen, die ja dann dran sind, dazu. Sie braucht Wind. Und wer sich jetzt an die letzten paar Tage mit den Unwettern erinnert, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, der hat schon eine Sache zusätzlich zu diesem Windthema gelernt. Wir hatten jetzt ein Erdzeichen und dieses Erdzeichen wird jetzt gewechselt in ein Luftzeichen. Und das Ganze war gepaart
mit der Situation, auf die ich eben nachher nochmal gesondert eingehen werde, mit dem sogenannten verbrannten Merkur. Den habe ich ja ganz am Anfang schon mal eingeblendet als grundlegende astrologische Situation. Und da ist es einfach tatsächlich so, dass wir dieser Tage noch ein Phänomen haben, und zwar, wenn das Tierkreiszeichen gewechselt wird, also sprich, wenn die Sonne vom Stier jetzt in den Zwilling gewechselt hat, dann ist es von Erde nach Luft sehr energiereich und da gibt es oft Gewitter. Das werden wir diesen Sommer auch noch 2-3 Mal an anderer Stelle erleben, aber das kann man sich ja auch schon mal merken. Und das hatten wir jetzt. Und wenn dann noch der Merkur dazukommt und das mit dem Wind anfeuert und vielleicht noch irgendwo eine Jupiter-Konstellation im Quadrat dazukommt oder eben auch im Sextil, so wie wir das auch im Moment haben, dann kann die ganze Geschichte eben das bringen, was wir jetzt hatten, nämlich eine Menge Unwetter. Und ich habe das Schild von der Rechtsanwältin hier nicht aufgenommen, an der ich gerade vorbeilaufe, sonst muss ich das nachher verpixeln. Gut, jedenfalls ist das ein klassisches Phänomen. Und dann haben wir noch etwas. Ich habe ganz früher in einem Video mal Rückläufigkeiten erklärt. Da wir als Erdplanet bewohnende Lebewesen auch die Sonne umkreisen, gucken wir aber als Astrologen trotzdem geozentrisch und nicht von der Sonne aus heliozentrisch. Wenn wir das tun, also wäre die Sonne unser Denkzentrum, dann würde jeder Planet einfach im Kreis um die Sonne laufen. Da wir mit in diesen Kreisen sind, Ellipsen sind es ja in der Regel, ist es so, dass sich es von uns aus, von der Erde aus betrachtet, so anfühlt oder so anschauen lässt, als würde der... manche würden die Planeten gelegentlich rückwärts laufen, also die Richtung wechseln. Und das haben wir zurzeit auch noch. Das heißt, also da steht dann bei den Horoskopen von solchen Planeten, das kann man ja berechnen, immer ein kleines R. Ich sage es nochmal, da steht dann vor den Planeten immer ein kleines R. Und zurzeit haben wir nicht nur das R vor Merkur, sondern eben auch noch vor, oh Gott, Jupiter, glaube ich, und noch 2-3 anderen Planeten, die nenne ich euch auch gleich noch direkt. Während ich das Video schneide, werde ich das noch ergänzen und dann kommt es noch mit rein. Sage ich was Allgemeines zum Thema Merkur. So wie in der Astrologie allgemein hat der Merkur als Planet 2 Tierkreiszeichen zugeordnet bekommen, und zwar einmal eben die Zwillinge, von denen ich ja schon ganz viel jetzt geredet habe. Und im Moment verhalte ich mich auch sehr zwillingartig. Ich bin nämlich draußen, ich bin unterwegs, ich bewege mich. Na, so. Und das zweite Tierkreiszeichen ist die Jungfrau. Und die Jungfrau stellt das sogenannte Nachthaus und der Zwilling stellt das sogenannte Taghaus des Planeten Merkur. Taghaus bedeutet, das ist die Qualität, die man als erstes am Merkur wahrnimmt und die uns auch, ich sag mal, vordergründig sehr sympathisch rüberkommt und am wichtigsten erscheint. So, jetzt haben wir hier nochmal ein schönes Stier-Zwilling-Phänomen. Ich hoffe, man kann das sehen. Die ist wunderschön, diese Blume. Nur mal einfach ein Beispiel zu bringen. Und wenn der Merkur in einem Luftzeichen steht, also außerhalb der Zwillinge noch den Wassermann oder Waage, dann sind es meistens Menschen, die sehr, sehr gut kommunizieren können. Also wer einen Merkur im Zwilling hat, in Wassermann und Waage, die sind gut in Kommunikation, in Handel, in Vertrieb und in all solchen Sachen. Solche Menschen haben ein gutes Gespür für Basisformen der Wissenschaft, also sprich für Handfestes, also für sind Ärzte, ja, gute Journalisten, Lehrer, die haben meistens einen stark positioniert stehenden Merkur und machen da auch eine wunderbare und gute Arbeit. Der Merkur stand schon immer für den Handel. Merkur steht auch für die Kommunikation zwischen Liebenden. Also es steht nicht für die Liebe an sich, sondern zu dem Ansatz. Er ist sozusagen der erste Antreiber, denn man muss ja erstmal mit jemandem, den man gut findet, auch ins Gespräch gehen,
bevor man überhaupt in irgendeiner Form feststellen kann, ob da vielleicht mehr ist und ob man den vielleicht lieben könnte und so weiter. Das ist dann die Frage, die im Tierkreiszeichen Krebs mit dem Mond beantwortet wird. Aber der Merkur ist erstmal der, wo die Leute, der Monat mit Mai, wo die Leute eben wieder rausgehen. Und man sagt ja so schön, alles neu macht der Mai. Und wo alles erstmal freundlich erstrahlt und wo die meisten Menschen auch wieder ein bisschen bessere Laune haben nach der Winterdepression und der Frühjahrsmüdigkeit, die man während dem Stier vielleicht noch so empfunden haben mag. Und deswegen geht es dann an dieser Stelle ganz freundlich bergauf. Und da, wo ich wohne, gibt es unglaublich interessante Mohnblumenarten. Das habe ich vorher auch noch nicht gewusst, dass es gelben Mohn gibt. Gut, Botaniker unter euch werden jetzt lachen, aber das zum Beispiel ist für mich eine klassische Merkurpflanze, denn sie kam auf mit dem Mai und das ist einfach auch die Farbe vom Merkur, das ist nämlich gelb. Und als Mineralien gehören alle gelben Mineralien zum Merkur. Das heißt auch Schwefel und was gibt es noch für gelbe Steine? Bernstein auf einer bestimmten Ebene, Goldberyll, Tigerauge und Katzenauge, wobei ich die eigentlich, da sie sehr viel Braunanteile haben, noch eher der Jungfrau auch zuordnen würde. Aber das sind ja jetzt allgemeine Informationen zum Tierkreis, zum Planeten Merkur und den Tierkreiszeichen Zwillinge und Jungfrau. Was zum Merkur auch dazu gehört, übrigens parallel auch zu Anteilen der Venus und zu Anteilen von Uranus und Saturn, sind alle Atemwegs-Thematiken. Zum Beispiel auch, das hat mich gestern getroffen, das habt ihr im Intro gesehen, wenn so Allergien und Pollensachen einen anspringen und an Tagen, an denen der Merkur rückläufig ist und oder vielleicht noch verbrannt, trifft es Personen, die etwas empfindlicher in dem Bereich sind, entsprechend stärker als Menschen, die, ich sag jetzt mal einfach, keinerlei Lungenbelastung haben. Ich gehöre zu denen, die eine leichte Lungenbelastung haben und auch eine gewisse Gräserallergie entwickelt haben. Und das habt ihr im Intro ja sehr schön gesehen. Das heißt, da bin ich dann wirklich ganz schön gekniffen gewesen und habe erstmal ordentlich abgenossen. Heute sind andere Pollen unterwegs. Das heißt, ich kann mich jetzt relativ frei hier bewegen, ohne die ganze Zeit zu schniefen. Aber ich merke es immer noch. Und das ist eben ein klassisches Kennzeichen für Merkur. Wenn jemand da Empfindlichkeiten hat, dann merkt man das in mehreren Körperbereichen, weil zu jedem, also Planeten und zu jedem Tierkreiszeichen gehören halt Körperbereiche. Und im Merkurfeld an dieser Stelle geht es dann um Ohren, um die Lunge hauptsächlich, um die Arme und die Hände. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hände sind also Zwilling pur. Und das Nervensystem. Das Nervensystem ist aber allgemein sehr empfindlich bei allen Luftzeichen. Also das heißt bei Zwilling und bei Wassermann und Waage. Und hier eine kurze Anmerkung. Ich habe ja gesagt, irgendwo wird Putin oder werden auch Zelensky und so nochmal mit reinfließen. Bei Putin ist es so, dass der ja Waage ist und auch den Merkur in der Waage stehen hat. Das hatten wir ja besprochen. Und jetzt wurde ja bei ihm festgestellt, dass bei ihm die Hände zittern. So, und das ist ein typisches Zeichen von entweder hat er wirklich Parkinson oder, weil er auch einfach alt genug ist dafür, die andere Variante ist, der hat so viel Stress, dass sein Merkur reagiert, weil er ja auch die beiden anderen Luftzeichen in seinem Horoskop noch betont hat. Also ein Luftzeichen durch und durch ist erstmal neben dem ganzen Skorpionanteil. Und dann hat er dieses Phänomen, dass seine Nerven das einfach nicht mehr durchhalten. Und dann sucht sich der Körper Möglichkeiten, das auszuagieren und auszuleben. Muss man meinen Hund zwischendurch aus dem Gebüsch wiederholen, wenn er dann irgendwann mal fertig ist mit Schnüffeln. Hup, kommst du irgendwie mal wieder? Nein. Hup, kommst du? Nee, ich will da nicht runter. Also hinten da, wo mein Hund gerade lang lief, falls ihr es gesehen habt, geht's in Abhang runter. Das wollte ich dann doch nicht. Ja, auf jeden Fall. Bei Putin ist es so, dass er das die Luftzeichen alle betont hat
und dass er meiner Meinung nach mit diesem Zittern auch einfach gezeigt hat, dass er weiß, was er da zumindest welttechnisch gerade dabei ist anzustoßen und dass das, was er da anstießt oder anstößt, ich sag mal einfach viel mehr Leute in die Situation von großen Problemen bringt, als er vielleicht wirklich von seiner innersten Natur aus wollte. Und dann haben wir, um auch das bei dem Phänomen zu bleiben, einen Zelensky mit einem Zwilling-Aszendent und einem rückläufigen Jupiter drauf. Und das habe ich ja auch schon hinreichend beschrieben. Da geht es eben auch darum, dass Zelensky Kommunikation als eines seiner wichtigsten politischen Mittel betrachtet. Der Jupiter war eben in den Zwillingen, ist rückläufig. Und dann haben wir eben diesen starken Mond im Löwe und noch andere rückläufige Planeten in Zelenskys Horoskop. Und in dieser Konstellation, in diesem Zusammenspiel, kann man dann eben sagen, dass er... Boah, jetzt reicht's, Snoop. Hör auf, mitkommen. Mein Hund macht gerade, was er will. Kann man sagen, dass Zelensky als Komiker und als Schauspieler und als jemand, wie gesagt, der für Friedenszeiten ein guter Präsident ist, super gewesen wäre, aber jetzt leider in der Kriegssituation, ja, da macht er wirklich sein Bestes, würde ich sagen. Und dann muss man sehen, was dabei rauskommt. Gestern habe ich einen Kommentar gelesen unter einem meiner Horoskope. Snoop, wir gehen bitte links. Da hat mich eine Frau gefragt, was hat Zelensky bis jetzt Gutes für sein Volk getan? Das, muss ich sagen, ist tatsächlich eine Frage. Und die Frage würde ich zurückgeben wollen. Und das ist auch eine klassische Merkur-Frage. Nämlich, hatte er denn eine Möglichkeit für sein Volk bis jetzt allzu viel Gutes zu tun, als nur möglichst zu verhindern, dass noch mehr Leute sterben? Und da muss ich ganz klar sagen, da finde ich, drücken sich bei ihm diese ganzen rückläufigen Planeten in den Kommunikationszeichen aus. Also bei ihm ist ja auch so, dass überwiegend Luft im Horoskop ist. Und da kann ich nur sagen, hat er gar keine Möglichkeit. Das ist das Problem von Luftzeichen, auch wiederum allgemein. Die meisten können nur mitschwingen mit dem, was um sie herum passiert. Die Macher und die Dominierer und Umsetzer sind in der Regel die Feuerzeichen. Und hier gebe ich mal einen kleinen Hinweis auf den russischen Außenminister. Die graue Eminenz im Hintergrund ist nämlich Widder. Also Lavrov wird auf jeden Fall von mir nochmal astrologisch bearbeitet werden. Und um es euch nicht zu lange zu machen, gehe ich jetzt mal in die einzelnen Tierkreiszeichen und in Merkur. Und da werden wir dann auch noch einiges sehen. Also wie immer beginnt man natürlich dann mit dem ersten Haus und dem Widder. Und Merkur im Widder bedeutet, dass man eine scharfe Rede führt, dass man sich schnell äußert und schnell redet einerseits, dass man Begeisterung ausstrahlt, dass man den anderen das Gefühl vermittelt, jetzt kommen, wir legen los. Also das ist eine super motivierende Situation auf der einen Seite. Und was beim Merkur im Widder aber auch passieren kann, ist, dass das die wütende und bösartige Aussage wird. Das sind so Leute, die kommen dann mal so richtig aus sich raus, geraten einmal so richtig in Rage, brüllen ihr Umfeld an. Manche werden auch leider gewalttätig, aber meistens ist es mehr so ein verbales, sich zur Wehr setzen und rumbrüllen. Und dann legt sich das Ganze auch wieder und wird wieder ruhiger. Solche Menschen, die Merkur im Widder haben, die findet man oft im Managementbereich, wenn Projekte angeschoben werden sollen. Also wenn es um neue Sachen geht, um neue Verträge, die nach vorne kommen sollen. Das sind die Leute, die anschieben können. Und wenn die gut sind, dann können sie danach, wenn es angeschoben ist, auch problemlos das Projekt wieder loslassen und an Nachfolger abgeben, der dann vielleicht hoffentlich Merkur im Stier hat. Da komme ich nämlich gleich dazu, was das dann bedeutet. Und der Villa sozusagen schiebt das Ganze dann an, bringt Dinge in Bewegung, wenn dann der Merkur drinsteht, und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Und das wäre jetzt farblich, wenn man sich das anguckt, wäre Merkur gelb und der Villa ist rot. Und da sind wir schon massiv beim Feuer. Und genau,
Feuer braucht Luft, ne, um dazu zu kommen, um sich in Bewegung zu setzen. Das heißt also, Merkur im Widder ist für denjenigen, der da wieder geboren ist, ein gutes, ein probates, unterstützendes Modul, um sich persönlich vernünftig auszudrücken und Ideen voranzubringen und Neuentwicklungen zu starten. Der sollte, wie gesagt, dann so schlau sein, sich andere Leute an die Seite zu holen, die dafür sorgen, dass das Ganze auch kontinuierlich weiter betrieben wird. Denn der Merkur im Widder tendiert dazu. Das hier ist zum Beispiel ein klassischer Merkur im Wassermann. Dass man hier plötzlich einen Umdreher kriegt. Mein Hund ist Wassermann. Ja, lassen wir das Thema. Also, der Merkur im Widder jedenfalls braucht andere, um das Ganze dann zu stabilisieren und zu festigen und ihn bei der Stange zu halten. Denn was also zu Merkur im Widder auch gehört, ist, dass man eben schnell mal aufgibt und Sachen wieder fallen lässt. Merkur im Stier, das wäre dann Gelb und Grün. Gelb und Grün, könnt ihr euch schon vorstellen, passt auch relativ gut zusammen. Nimmt dem Merkur so ein bisschen die Schärfe, nimmt ihm seine krasse Farbheftigkeit, also sein reines Gelb wird ein bisschen abgedämpft durch die Farbe Grün, die es dann möglich macht, in einer ruhigen Art zu kommunizieren, auf einer vernünftigen Weise zu kommunizieren, in einer vernünftigen Weise zu handeln und zu verhandeln und sich entsprechend zu artikulieren, sodass auch ruhigere Charaktere nicht das Gefühl haben, sie werden so umgerannt. Das kann einfach der Merkur im Widder schon mal passieren, dass man das Gefühl hat, so man wird über den Haufen gelaufen. Und bei Merkur im Stier ist es eher so, dass die abwarten, dass die gucken, was braucht der andere, dass da auch in der Kommunikation mehr auf Konsens gearbeitet wird. Das ist eine Qualität. Es kann auch Stier-Merkure geben, die deutlich ihren Standpunkt vertreten und wenig anderes zulassen. Das verstärkt sich im Erdzeichen ja schon mal, dass eine gewisse Dickköpfigkeit dazu kommt. Aber im Gegensatz zum Steinbock-Merkur kann man den Stier noch überzeugen. Der Stier hat noch eine zweite Farbe, die neben Grün sehr dominant ist. Und ich finde, das passt eben auch. Es entstehen beim Stier im Mai diese ganzen lilafarbenen Blüten, die man hier überall sieht. Lila und helles Rosa sind definitiv eben auch noch Farben vom Stier-Merkur. Und was auch auffällig ist, die Blüten sind alle nicht einzelstehend, sondern die haben immer Gruppenblüher. So, da hinten ist nochmal so ein schöner lilafarbener Busch. Und ich möchte mal zu dem Rhododendron da hinten hin. Ups. Oder das hier ist auch ein schönes Beispiel. Also, wir haben da so viele kleinblättrige Sachen, die man einfach da sieht. Und das ist so ein typisches Merkur-Ding. Nicht eine große Sache, wie ein Baum oder so, sondern die vielen kleinen Dinge. Das ist Merkur. Und hier haben zwar jetzt im Frühling, aber jeder von uns ist ja schon mal im Herbst durch die Gegend gelaufen und hat sich die Herbstwälder und die Herbstblätter angeguckt. Und da weise ich jetzt einfach mal schon drauf hin, bezogen auf das Tierkreiszeichen Jungfrau und Waage. Achtet mal drauf, wie vielfältig die Farben im Herbst sind und wie vielfältig im Frühjahr. Das bildet so, ups, ich werde gerade nach hinten gezogen, das nächste Phänomen. Hier auf dieser Wiese gibt es auch ein interessantes Phänomen zum Thema, ups, jetzt sind wir bei Merkur im Zwilling und mein Hund muss gerade mal lernen, dass er eben mit mir kommen muss. Hier hat man ein sogenanntes Mini-Biotop abgegrenzt und das ist etwas, das ist tatsächlich, also ist ja eine gute Idee, ne? Überhaupt keine Frage. Aber das ist so ein Klassiker, da kommt entweder ein Merkur im Zwilling drauf oder ein Merkur in der Jungfrau oder beide. Da treffen die sich auch. Und zwar einfach deswegen, weil es an dieser Stelle ein bisschen um Erhalt der Natürlichkeit geht. Und außenrum ist der Rasen gemäht und der Garten ist angelegt. Und das wird deswegen gemacht, weil man einerseits den Leuten gerecht werden möchte, die einfach die pure Natur behalten wollen. Das ist ein schönes Absperrband in der Mitte. Ne? Ich gehe mal dahin. Komm mal her und mach mal so eine Aufnahme ohne Absperrband, das ist ein bisschen hübscher. Und gleichzeitig will man was für die Insekten tun. Und gleichzeitig möchte man aber auch den schönen Park und Spaziergarten in seiner ursprünglichen Form erhalten. Also da kommen so viele verschiedene Interessen aufeinander. Das ist eigentlich das Phänomen dabei, dass sich auch leicht verzettelt werden kann. Und das ist eben auch so ein bisschen die Situation mit dem Merkur grundsätzlich. So, und in den Zwillingen
In den Zwillingen ist Merkur ursprünglich und eigentlich in seinem eigenen Zeichen und in seinem hellen Zeichen. Das heißt also, der Merkur in den Zwillingen hat, ist erstmal, wie gesagt, super in Technik und Forschung in der Regel. Oder hat, es spielen ja immer noch Aszendenten, Mond und andere Planeten mit rein, ne? Und hat eine Kommunikationsfähigkeit. Es fällt ihm leicht, Dinge in super Worte zu verfassen. Es gibt hier eine YouTuberin, die macht True Crime Sachen. Die spricht unheimlich gut ihre Sachen ein und hat mal in einem ihrer Videos erwähnt, dass sie Zwilling ist. Und da musste ich so lachen, weil ich habe echt gedacht, ja, Sprache ist wirklich ihr Ding. Und Pamira heißt die Dame und macht halt YouTube Crime und macht das aber auf eine ganz tolle Weise, so dass sie auch den Fall unheimlich humorvoll darstellt. Das ist auch eine Eigenschaft von Merkur in den Zwillingen, dass das sehr humorvoll ist und ein bisschen zynisch und ein bisschen sarkastisch. Und das rettet diesen Merkur aber auch, weil er nämlich dadurch in seiner Kommunikation auch einfach eine Ernsthaftigkeit an den Tag legen kann. Also bitte unterstelle man ihm keine Oberflächlichkeit. Aber das Ganze auch so verpackt, dass andere Betroffene eben nicht gleich das Gefühl haben, es wird ihnen das Schwert durch die Gosch gezogen. Das entspricht dem Zwilling jetzt gar nicht, denn der versucht also über Kommunikation zu vermitteln. Nachteil beim Vermitteln und über Kommunikation zu vermitteln ist, dass man gelegentlich dazu tendieren kann, sich als Wetterfähnchen für die anderen darzustellen. Also das heißt, zu viele Meinungen anzunehmen und dann so ein bisschen dabei zu verlieren, dass man selbst auch noch eine eigene Meinung hat. Zeugt aber eigentlich davon, dass man die Leute eher verbinden möchte, als sie zu trennen. Die spielerische Form von diesem Merkur wäre ein Teil des Gegenstücks Merkur im Schütze. Da gehört zum Beispiel das Engelchen Amor dazu, das dann mit seinem Pfeil durch die Gegend geht und Liebespaare zusammenbringt. Das passt auch ein bisschen in den Stier rein, ja, aber eigentlich ist es eine Verhohnepiepelung, ein leichtes Wesen, so ein bisschen die Übertreibung dieses merkurialen Kommunizierens, wo es dann eben so heißt, oh, mich hat die Liebe wie ein Blitz getroffen. Und um mal zu klären, warum mein Hund hier an der Leine läuft, erstens ist es ein Jagdhund und deswegen hat er auch den Maulkorb auf. Und zweitens sind wir in einem Park, wo leider Hunde an der kurzen Leine zu halten sind. Das gilt für ganz Bremen während der Brut- und Setzzeit. Und da sind wir natürlich auch ganz brav und halten uns dran. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, welches Metall zum Zwilling gehört. Zum Zwilling und auch zum Merkur. Ihr merkt, ich werde zwischendurch in eine andere Richtung gezogen. Da treffen Snoobs, also der Merkur von meinem Hund und mein Merkur aufeinander, weil für den könnte der Spaziergang noch 10 Stunden dauern. Ich für meinen Teil habe leider nur eine Stunde Zeit, wie das bei uns mit Mensch und Tier halt so ist. Zum Merkur gehört als Metall, wenn man das überhaupt so sagen darf, das Quecksilber. Und ich habe ja schon mal zu den Planeten ein Video gemacht. Und da habe ich euch ja auch gesagt, was zum Uranus und zum Neptun für Metalle gehört. Und das ist so, das Quecksilber ist so das Erste, das von sich aus ja auch die Form wechseln kann, von fest zu flüssig zu gasförmig. Und wenn wir es nicht einsperren, haben wir es gasförmig um uns rum. Und da kommt man eben genau zum Punkt. Damit kann man wunderbar Leute vergiften, auch in kleinen Dosen. Und das ist eben auch eine Verbindung, die sich dann auswirkt. Da sage ich gleich was dazu, wenn wir zu Merkur im Skorpion kommen, denn das ist dann an dieser Stelle das Beispiel dafür. Jetzt jedenfalls haben wir Merkur im Krebs und der Krebs kommuniziert langsam und gediegen und er lässt sich durch Kommunikation sehr leicht verletzen. Also ein Krebs ist jemand, der durchaus nach draußen geht, der auch eine eigene Meinung äußert. Bitte, ne? Nicht falsch verstehen, aber der Krebs überlegt sehr lange, was er sagt. Der Krebs denkt auch sehr viel darüber nach, wenn er etwas sagt. Also nicht so wie ein Zwilling oder ein Widder, der dann oder ein Schütze, also Feuer- oder Luftzeichen, die dann einfach raushauen, sondern der Krebs denkt einfach erstmal nach, bevor er was sagt. Das hat Vor- und Nachteile bei Menschen, die, ich sag jetzt mal einfach, ein gesundes Selbstvertrauen haben, hat es den Vorteil,
dass sie einfach weniger verletzend in anderen mit anderen Leuten umgehen und daher einfach auch in der Lage sind, die Schmerzen anderer Leute auch mal für sich wahrzunehmen. Das sind auch Menschen, die eben gut schriftstellerisch tätig werden können. Das sind Menschen, die sehr gut zeichnen können in der Regel, was übrigens auch für Merkur im Zwilling gilt, dass sie gut zeichnen können. Unterschied ist, der Merkur im Krebs ist sehr perfektionistisch an dieser Stelle, während der Merkur im Zwilling das irgendwie leichter hinkriegt, also eine gute Wahrnehmung hat, eine optische Wahrnehmung hat, eine ganz gute und deswegen relativ flott und zügig auch in der Lage ist, ein Bild und eine Zeichnung auszuführen. Immer noch ein klassisches Merkur-Thema, denn die Merkur im Zwilling-Thema, dass wir mit unseren Tieren Gassi gehen, hängt damit zusammen, denn Hunde sind ein Krebstierkreiszeichen zugetan und sehr gut Snoop, Alter. Das, was ich gerade erlebt habe, war ein Musterbeispiel, ein sehr gut kommuniziert. Mein Hund ist nämlich einfach an dem anderen vorbeigegangen. Sehr geil. So, das hast du richtig gut gemacht, mein Freund. Und da geht es eben einfach um zurückgenommene Kommunikation. Beim Tierkreiszeichen Krebs, es soll natürlich kommuniziert werden, aber im gediegenen Rahmen. Und wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie gut man das jetzt sehen konnte. Uns kam hier gerade ein Hund mit seinem Menschen entgegen und mein Hund mustergültig auf der Seite geblieben. Morgen. Was aber auch zu Merkur im Zwilling dazugehört, ist sportliche Aktivität. Und das Thema Nordic Walking, finde ich, ist eine schöne Verbindung von Merkur im Zwilling und wiederum Merkur im Schützen, also im Gegenzeichen. Denn was benutzt man zum Nordic Walking? Zum Nordic Walking benutzt man Skistöcke, das heißt ein Hinweis auf die Winter- und Herbstzeit. Und zum Nordic Walking benutzt man, um den ganzen Körper zu trainieren, die Beine, wobei die Oberschenkel eben da zum Tierkreiszeichen Schütze gehören. Das wäre nochmal ein Thema für Körperbereiche, wäre nochmal ein Thema für ein anderes Video. Und wir haben natürlich beim Laufen auch die Arme mit drin, mit denen man die Sticks bewegt. Und da sind wir wieder beim Merkur im Zwilling und im Tagesbereich. Und eigentlich ist da auch Merkur in der Jungfrau mit dabei, denn das Tierkreiszeichen Jungfrau steht allgemein für die Gesundheit und die Erhaltung der Gesundheit. Und da gibt es einen Unterschied, weil auch der Zwilling Merkur will Gesundheit erhalten. Und der ist, ich sage jetzt mal einfach, eher ausgerichtet auf... Nee, ist nur, wir gehen hier lang. Wir gehen jetzt nicht schon wieder einen Berg hoch. Du möchtest irgendwie immer gerne in dieses Museum, was da oben auf dem Berg ist, ne? Komm, ja, da geht es nämlich hin jetzt da. Und da möchte ich aber nicht hin jetzt gerade. Vielleicht ist es jetzt gerade dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich wieder ein bisschen schlechter Luft kriege. Ich bin gerade wieder in der Nähe von dieser Wiese unterwegs, die mich gestern so gekillt hat. Und das ist eben auch so was. Wiese sind viele Pflanzen, Wiese sind Gräser, Wiese sind kleine Pollen, Wiese ist viel Staub, Wiese ist etwas, was das alles loslässt, weil durch dieses stabile Gras, das zum Erdelement gehört, also zum Stier, geht der Wind jetzt im Mai durch mit Merkur in den Zwillingen und bringt dadurch die Pollen zum Fliegen. Ja, also so hat man über Naturphänomene beobachten können, dass, ja, wie das Ganze funktioniert und hat es entsprechend benannt. So, jetzt haben wir hier mal, wo ist sie? Da. Ups, das ist die Hundeleine, da soll er nicht hin. So, noch so ein Löwenzahn. Ihr habt es gemerkt, ich bin so ein bisschen zwischen dem Merkur im Krebs und dem Merkur in den Zwillingen hin und her gesprungen. Hier kommt jetzt noch so ein klassisches mit dem Fahrrad gerade eben Thema Merkur im Wassermann. Das wäre jetzt ein ganz starker Vorgriff, aber ich mache den mal. Der Wassermann kommt erst noch. Aber mit technischem Gerät durch die Gegend zu rennen und zu fahren, also Sportgerätschaften zu benutzen, das ist etwas, was auch zu Merkur in den Zwillingen passt, aber eben auch zu Merkur im Wassermann. Da kommen wir noch dazu, denn der Merkur im Wassermann ist einfach der Techniker. Gehen wir weiter von dem Thema Merkur im Krebs. Ist da noch nicht so ein richtig gutes Beispiel eingefallen. Doch zu Merkur im Krebs gehört das, wenn auf den Feldern die Getreide langsam anfangen zu reifen
und man die einzelnen Getreidearten unterscheiden kann, weil die Köpfe größer werden und weil die Pflanzen langsam aber sicher immer strohiger werden und an den Punkt kommen, wo die Blütezeit überwunden ist und sich die neuen Samen bilden. Das ist so das Thema zum Merkur im Krebs. Das heißt, aus der Kommunikation heraus hat sich rauskristallisiert, welche Tiere, welche Menschen zusammenbleiben, und dann haben die Tiere angefangen, also bei den Vögeln ist es dann sehr deutlich zu merken, Eier zu legen und Nester zu bauen und ziehen jetzt zusammen unterm Tierkreiszeichen Krebs ihre Jungen auf. Und diese Brutpflege, das ist so ein Klassiker zum Tierkreiszeichen Krebs allgemein. Und dass das dann auch im Mittelpunkt mancher Entwicklung und mancher Menschen, für manche Menschen steht, das ist dann eben dieses Thema, was auch kommuniziert wird unter Merkur im Krebs. Das ist jetzt ein bisschen bösartig, aber es kann zum Beispiel sein, so eine Übermutti, die also dann die Erzieher ihrer Kinder sehr dominiert, oder die Kampfsnub, oder die einfach ständig nachfragt und so im Kindergarten und das meistens sehr schüchtern tut und erstmal so überlegt hat, so darf ich das jetzt ansprechen, die sich selbst das erlauben muss. Das wäre zum Beispiel so Merkur im Krebs. Die andere Variante haben wir jetzt dann gleich, wenn wir zu Merkur im Löwe übergehen. Jetzt kommen wir zu Merkur im Löwe. Merkur im Löwe ist die heiße Jahreszeit. Das ist so die Jahreszeit, wo zum Beispiel früher die Bauern einfach nur abwarten konnten, dass es keinen großen Starkregen mehr gab und dass keine größeren Dramen mehr passiert sind und wo man einfach ja auch ein bisschen die Hände in den Schoß legen konnte, zumindest wenn man Agrarbauer ist und Getreide angebaut hat, in der Vorbereitung dann auf Merkur in der Jungfrau. Und das ist dann ein Phänomen, was eben zum Spätsommer hin eintritt. Und da haben wir dann auch bestimmte Blumenarten in der Zeit, nämlich die Rose zum Beispiel. Die braucht lang, bis sie anfängt zu blühen. Und die Rose ist eine klassische Merkur im Löwe Pflanze, um mal ein Beispiel zu nennen. Dann ist es auch sehr trocken. Die Wiesen sind schon wieder so trockengelegt in der Regel, dass das Gras, das mich jetzt gerade so plagt und mir so Allergien hervorruft, ganz Merkur im Zwilling mäßig wieder Ruhe geben und dass die ersten Früchte anfangen auf die Erde zu fallen. Und die Blüten sind weg zur Zeit von Merkur in Löwe und stattdessen kommen dann eben Stück für Stück die Früchte raus. Das beginnt in der Regel schon im Juni mit so Sachen wie Himbeeren, Johannisbeeren und so und endet dann so mit Brombeeren und Stachelbeeren und geht dann mit Merkur in der Jungfrau weiter mit Äpfeln. Und wenn man so einen Zwischenton bei mir hört, ist es meistens, weil man Hundetier nicht das tut, was es soll. Jedenfalls sind da so diese Früchte dran. Ein sehr interessantes, gezüchtetes, neues Phänomen ist, dass der Hybrid entstanden ist. Und es gab ja früher auch schon Hybridzüchtungen. Und ich weiß nicht, wer mir das sagen kann, vielleicht von euch, vielleicht weiß einer von euch, was das für eine Fruchtsorte ist. Ich nenne sie immer gelbe Himbeere. Die hat, glaube ich, die Himbeeren, eine recht kleine Blüte. In diesem Fall ist die Blüte lila und die Frucht ist gelb. Und die kommt eben auch mit Juni, August zum Tragen. Diese Frucht, die nehme ich euch dann vielleicht mal auf, wenn sie finde. Die steht hier auch ein paar, diese Blüte steht hier auch in den Parks rum. Und für mich sieht es so aus, als ob es was künstlich gezogenes wäre. Auf jeden Fall haben wir da am Schluss gelbe Himbeeren. Der Löwe ist kreativ, denn wenn ich mal außen ein bisschen Ruhe habe und ein bisschen Urlaub machen kann, dann kommen auch andere Späße und Energien bei uns zum Tragen. In der Zeit vom Löwe hat man früher geheiratet, weil dann einfach auch die Möglichkeit dazu bestand, von der reinen Zeit her. Man war also nicht darauf angebunden, am Acker zu stehen und dort zu arbeiten den ganzen Tag. Deswegen hatte man da die Möglichkeit, Hochzeiten dazwischen zu schieben. Und es ist ja auch der Monat mit der meisten Sonne und in der Regel mit dem besten Wetter, mit Merkur im Löwe oder eben auch noch mit Merkur im Krebs. Da fängt das auch in der Regel an. Hier muss ich noch mal kurz was einfügen.
jetzt hier zu Merkur in den Zwilling und Merkur im Stier und dann Merkur im Krebs. Wir haben jetzt hier wieder einen Vielblüter, und zwar die Kastanie. Und die finde ich also wunderschön als Beispiel dafür, denn im Herbst hat die Kastanie ihre Früchte. Und ja, wenn es eine Esskastanie ist, bietet sich damit auch einfach die Möglichkeit an, den Menschen zu versorgen. Und das ist etwas, was Merkur im Zwilling lernt oder lehren kann, ist die Möglichkeit, was nutze ich denn tatsächlich als Mensch, was herauszufinden aus der Natur, was kann ich benutzen, um damit zu überleben. Und unter Merkur in der Jungfrau steht uns dies dann zur Verfügung und muss von uns sachgerecht eingelagert werden. Ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir können auch ins Wasser gehen, also sprich zu den Fischen, die ja jetzt auch ihre Jungen sozusagen bekommen. Und das passt für mich da dazu, denn es sind ja mal ganz, ganz viele Fische. Und ja, davon ernährt sich der Mensch auch und davon ernähren sich andere Lebewesen. Und die entstehen alle jetzt im Frühjahr mit optimistischem Aufbruch. Das ist so das, was man am besten über den Merkur, den Stier, Zwillinge und Krebs sagen kann. Optimistischer Aufbruch, das wäre es eigentlich. Der Mond im Löwe zeigt deswegen sich auch gelegentlich sehr arrogant. Überhaupt so, das ist so ein Phänomen, so ein Männerphänomen, finde ich. Eine bestimmte Grundform der Arroganz. Die kennen Frauen nicht so an sich, die machen das ein bisschen anders. Aber von sich aus immer so überzeugt zu sein, alles richtig zu tun und alles perfekt zu machen. Und über jede Kritik erhaben zu sein und einfach schon aufgrund des Geschlechts eine gewisse Dominanz auszuüben, das ist ein Teilphänomen von Merkur in den Feuerzeichen. Und wie gesagt, das ist auch ein Phänomen, das bin ich jetzt einfach ehrlich, was mich an Männern unglaublich stört. Also wenn ein Mann rumbrüllt, statt Argumente zu haben, dann kann man oft Merkur im Feuerzeichen sehen oder andere Sachen im Feuerzeichen. Beim Löwe ist es so, dass der mit Merkur kombiniert einen ganz klaren Führungsanspruch hat. Und anders als der Widder möchte der Löwe aber auch langfristig führen. Das heißt, für ihn steht es außer Frage, dass wenn es eine Truppe gibt mit Wölfen, er der Leitwolf ist. Und das wird auch deutlich kommuniziert. Je nachdem, was noch für Planeten mit reinspielen, gibt es meistens die Variante, dass es einfach über Argumentationen kommuniziert wird. Und in einigen Fällen gibt es dann halt auch die Variante, dass es mit Gewalt kommuniziert wird. Da muss man aber dann in die Gesamtkonstellation vom Horoskop reingucken. Wie erkenne ich optischen Löwen Merkur? Jetzt lacht nicht, das erkennt man optisch oft daran, dass den Leuten sehr früh die Haare ausfallen. So, das ist so. Und dass sie dann sehr stark auf ihre Körperlichkeit achten. Merkur im Löwe achtet sehr auf seine Fitness, nicht unbedingt auf seine Gesundheit, auf seine Fitness. Das ist ein Unterschied, denn auf die Gesundheit achte ich ja noch ein bisschen extremer in der Art und Weise, was ich esse und so weiter. Beim Merkur im Löwe geht es tatsächlich darum, der möchte wirklich auch gut aussehen. Da geht es also so ein bisschen auch ums Blendwerk. Und da muss man halt je nach Menschentyp dann sagen, was kommt da noch als Phänomen dazu, dass dieses Blendwerk auch in der Regel mit Substanz gefüllt ist. Es geht jetzt nur um diesen Aspekt des feinen Merkur. Und der Mensch ist ja nicht nur sein Merkur, sondern da sind ja auch noch 11 andere Planeten, 10, Verzeihung, ja, die mit reinspielen. Aber ich versuche es ja jetzt mal so punktuell zu betrachten. Damit haben wir also den Merkur im Löwe zumindest anbeschrieben. Jetzt kommt dazu aber noch, so ein Merkur im Löwe ist ein absoluter Kinderfreund, denn er hat was Spielerisches an sich und bleibt tatsächlich auch eine ganze Zeit lang in seinem Leben ein Spieler. Und jetzt bin ich hier gerade, hoppsa, bleib mal hier, an unserem Neubaugebiet in der Ecke. Und das ist ein Berufsfeld, da kommt für Merkur im Löwe einiges zusammen. Heißt, er darf konstruieren, was zu Merkur gut passt. Er darf analysieren, was er auch ganz gut haben kann, der Merkur. Und er darf relativ kreativ sein. Wobei der Merkur im Löwe
nicht so ein wilder Architekt ist wie zum Beispiel ein Gaudi oder wie eine Niki de Saint-Phalle, die sich dann ihre eigene Umgebung kreiert, sondern da geht es hauptsächlich darum, sich in einem gewissen Rahmen zum Beispiel zu befassen mit einem Wohnungsbauprojekt, sich da einen Namen zu machen, denn der Name und die Bekanntheit sind zum Löwe immer sehr wichtig. Man möchte ihn also bitte wiedererkennen, wenn er was macht. Und da passt der Beruf des Architekten oder Innenarchitekten oder Modedesigners und so wunderbar mit dazu. Das ist dann so ein Klassiker. So, jetzt kommen wir zum Bereich Merkur in der Jungfrau. Da ist er in seinem Nachthaus. Der negative Anteil von Merkur in der Jungfrau ist die Tendenz zur Depression, zur Winter-, also Herbstdepression. Das kennt jeder, weil die Jungfrau wirkt ja in der Zeit vom 21. August bis zum 20. September. Da wird es dann schon mal kälter, da fängt es auch mal wieder an zu regnen. Und das ist die Zeit, wo sich die Bauern ganz, ganz heftig beeilen und richtig busy werden, ihre Getreidevorräte einzufahren und die Bäume genau zu beobachten, die ja dann entsprechend das Obst auch dran haben. Und wenn man jetzt hier durchgeht, mal gucken, ob ich das so hinkriege mit dem Ding, dann haben wir hier den ersten Apfelbaum. Ja, sie lacht. Da haben wir hier den ersten Apfelbaum und das geht hier den ganzen Weg so weiter mit Birnen und Kirschen. Und das hier war mal ein ziemlich großes Gut. Und das Schöne an dieser Stelle hier, Snoop, bitte weiter, muss ich mal ab und zu mal in Mundrichtung vorgeben, ist, dass man hier im Herbst wirklich auch die Obste einsammeln darf. Das ist also eine freie Wiese, auf der die zur Verfügung stehen. Und jetzt gucke ich mal, hier ist tatsächlich so weit schon vorgedrungen, dass da Obst am Baum ist. Klar. Und um euch das mal genauer zu erklären, jetzt hoffe ich mal, dass man das schon sehen kann. So, und obwohl wir jetzt erst in den Zwillingen sind, sieht man schon, die Blütezeit ist bei den Äpfeln schon durch. So, die Birnen, glaube ich, sind Äpfel. Und da gibt es schon die ersten Ansätze für die Früchte. Ich finde übrigens, die Tiere, die am besten zu den Luftzeichen, vor allen Dingen zu Merkur passen, sind für mich die Vögel. Insofern passt es für mich, wenn Merkur mit dem Gott Hermes verglichen wird oder gleichgesetzt ist und dem Flügel an die Füße gesetzt werden als Kennzeichen seiner Geschwindigkeit und seiner Möglichkeit, Nachrichten zu vermitteln. Und das Vermitteln von Nachrichten findet unter Luftzeichen wie dem Zwilling, Waage und Wassermann gerne auch über Elektronisches statt. Also so wie wir es heute haben, ne, über Computer, übers Internet. Und früher gab es die Vermittlung von Nachrichten durch Erzählungen. Muritaten oder in irgendeiner Form durch Minnesänger vorgebracht im Mittelalter. Und die haben oft Bilder gezeigt zu dem, was sie dann den Leuten vorgesungen haben und wie sie dann aus aktuellen Ereignissen Lieder komponiert haben und so weiter. Und das fällt für mich unter das Kapitel Merkur im Löwe. Und wenn wir jetzt nochmal auf Selenskyj zurückkommen, der hat ja den Mond im Löwe, was natürlich ähnlich wirkt dann wie andere große Planeten im Löwe. Und der war ja nun wirklich oder ist eben wirklich ein Medienmensch, der das also auch sehr gut hinkriegt. Und der hat ja auch im Grunde die erste Hälfte seines Lebens damit verbracht, die alte Methode der Vermittlung von Botschaften zu verwenden, also die löwige Methode der Vermittlung von Botschaften zu verwenden, indem er sich zwar mit modernen Medien Publikum verschafft hat, aber im Endeffekt hat er als Komödiant, Hofner und Minnesänger gearbeitet und war auch lange der berühmte Hofner in St. Petersburg, in Moskau. Das muss man ja auch mal einfach so im Blick behalten. Das ist auch die Dynamik, die zwischen Selenskyj und Putin läuft, denn Putin kennt ihn einfach noch als den Oberkomiker aus Moskau und hat noch nicht verstanden, dass der Komiker erwachsen geworden ist. So, dies hier, ziehe ich einmal kurz runter, ist zum Beispiel ein Kirschbaum. Der trägt auch die ersten Früchte schon und das wird dann in 2 Monaten lecker. Die Kirsche ist rot und die Kirsche ist reif, wenn der Übergang ist zwischen dem Tierkreiszeichen Krebs und dem Tierkreiszeichen Löwe. Wieder auch eine Frucht mit vielen Früchten am Baum, die in Dolden wachsen und in Gruppen. Meistens sind immer so 2 Kirschen ja zusammen an so einem Henkel dran. Und der Merkur im
Löwe steht, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, für die Hochzeitszeit und für Heiratsmöglichkeiten. Und geheiratet wird in der Regel halt nur mit einer Person, bei uns zumindest. Ne? Und deswegen passt es also auch ganz gut. Eine typische Frucht aus der Zeit ist zum Beispiel auch die Quitte. Davon gibt es hier zum Beispiel in der Ecke auch einige Bäumchen und so. Aber da laufe ich jetzt gerade nicht dran vorbei, sonst hätte ich euch die auch noch gezeigt. Die blüht tatsächlich im Moment noch. Aber Tatsache, es fangen schon an, die ersten Früchte zu entstehen. Hier haben wir zwar noch eine vielfältige Blüte, aber ich habe es ja gerade schon gezeigt, das Obst bewegt sich schon sehr deutlich. Und passend zum Robbeler-Übergang zwischen den beiden Qualitäten haben wir hier nochmal ein Bild von einem Löwenzahn und dem, was hinten da rauskommt, der Pusteblume. So. Und in der Zeit vom Widder und vom Stier waren die Blüten überwiegend lilafarben und blau, falls euch das schon mal aufgefallen sein sollte. Jetzt tauchen immer mehr gelbe Blüten auf und das Gelb fängt an, so ein bisschen den Raum zu dominieren. Da sind wir auch nochmal bei einem Phänomen von Merkur im Löwe. Da gehört nämlich auch als Pflanze die Sonnenblume mit dazu. Und die Sonnenblume, was hat die? Genau, die hat diese schönen strahlenden gelben Blätter und in sich drin in der Mitte dann ganz viele kleine braune Samen. Und das ist auch ein klassisches Phänomen. Die Vervielfältigung ist etwas, was auch zu Merkur im Löwe gut passt. Die Vervielfältigung wäre zum Beispiel auch das gedruckte Papier, die Zeitung, Meinungsmache ist ein ganz wichtiges Thema, auch wenn die eigentlich theoretisch mehr zum Wassermann gehört. Kreative Meinungsmache, kreativ umgesetzt, das was ich eben meinte. Ne? Also Moritatensänger, Leute mit guter Stimme haben oft einen stark stehenden Merkur im Löwe oder im Stier. Und jetzt bin ich nochmal in den Merkur im Löwe gesprungen, gerade kurz. Bleib aber jetzt bei Merkur in der Jungfrau, weil das kommt ja direkt hinterher. Und wenn ihr jetzt im Herbst guckt, was ist dann wieder das Phänomen dazu? Draußen geguckt in der Landschaft, eben die Früchte und Beeren stehen zur Verfügung. Man kann einen Vorrat anlegen und man kann, wenn man die entsprechenden Wissensgebiete hat, aus anderen Teilen der Pflanze sich auch Medizin herstellen. Wobei das auch schon im Frühjahr beginnt in einigen Fällen. Wenn zum Beispiel der Holunder kommt, da kann man aus den Holunderblüten was machen und man kann aus den Holunderbeeren später was machen. In beiden Fällen Sirup. Der eine ist eher aufbauend und hat eine stärkende Wirkung und der andere, das ist der mit dem weißen Holunder und der andere, der Sirup, der dann aus den Früchten gemacht wird, den kann man dann im Winter wunderbar einsetzen, wenn sich Katarrhe und Erkältungen bilden. Wer dann also ein bisschen die Kräuter kennt und ein bisschen weiß, mit welchen Kräutern kann man was machen, der geht einmal im Frühjahr sammeln. Bärlauch ist ein klassisches Thema dafür, wie man die Leber reinigt. Und der Merkur wird ja mit der Lunge verbunden. Und das Gegenelement zur Lunge ist die Leber, ist der Jupiter. Und das heißt, wer seine Leber stärken will, der muss im Frühjahr die entsprechenden Kräuter und Früchte finden und sammeln, wenn er das so weiß, um sich dann entsprechend seiner Leber zu widmen. Und der Löwenzahn, den ich hier schon angesprochen habe, der hat sehr viel Bitterstoffe in seinen Blättern und auch in seiner Blüte. Und genauso ist das für den Giersch. Das ist auch so eine Pflanze, die Gartenfreunde zwar nicht mögen, aber der Giersch zum Beispiel hilft auch bei der Leberreinigung. Und da man in früheren Zeiten ja Lebensmittel in irgendeiner Form lagerfähig machen musste, bot sich bei bestimmter und trotzdem noch irgendwie auch nahrhaft, bot sich bei bestimmten Getreiden wie zum Beispiel Hopfen, Malz und Gerste an, das Ganze auch zu verbrauen. Das heißt, gegen Ende des Winters, wenn es also nicht mehr so viele Vorräte gab, haben die Leute sehr oft noch ihr Brot gegessen und noch gelagertes Bier gehabt, das ja auch als flüssiges Brot bezeichnet wird. Und diese ganzen Wissensschätze und diese ganzen Sachen haben aber auch zu einer Belastung der Leber geführt. Und wenn ich die letzten Monate im Winter durchhalten muss und halt einfach nur noch Bier zur Verfügung habe und Fleisch und Speck, dann ist die Leber ganz schön überbelastet. Und dann macht es einfach Sinn, im Frühjahr mit solchen Dingen wie eben Löwenzahn, wie Brennnesselkraut und mit Giersch und auch mit Bärlauch
einwirkend auf die zu wirken auf die Leber und diese sozusagen zu reinigen. Und da verschließt sich dann sozusagen der Kreis wieder zwischen den Zwillingen und zwischen der Jungfrau und der Merkurposition, die dazugehört. Merkur in der Waage. Merkur in der Waage, das ist der Moment, wo sich blitzartig die Wälder färben und wo es sehr bunt wird hier und wo man halt so ganz toll nach außen hin, und das ist eben das Phänomen Waage auch im Luftzeichen, nach außen hin den schönen Schein genießen kann. Gucken wir uns wieder Putin an, nach außen hin den schönen Schein genießen. Ne? Wenn man anguckt, was er an Körperlichkeit mit sich betreibt, also an Sport, wenn man dann insgesamt auch guckt, wie er lebt, auf was er guckt, dann ist er sehr luxusgüterorientiert. Und das ist halt auch ein Phänomen, was da zumindest mit reinspielen kann. Wobei Merkur im Stier hat das auch. Das sind die beiden Venuszeichen und die möchten halt Luxus auch genießen und leben und erfahren. So. Und für die ist in ihrer Wertigkeit eben auch äußerer Luxus etwas, was mit innerer Schönheit einhergeht. Und wenn man das als solche Kombination versteht, dann versteht man auch, warum die Leute das eben gerne so haben wollen. Ich habe jetzt nichts, was hier natürlich im Moment zum Thema genutzt werden kann, rein optisch gesehen. Denn wir haben jetzt einfach Frühling und nicht Herbst. Aber ich glaube, jeder von uns weiß, wie schön es sein kann, den Indian Summer anzugucken. Und das ist auch ein gutes Sinnbild. Was möchte der Merkur, wenn er in der Waage steht? Er möchte einen Ausgleich schaffen, für Gerechtigkeit sorgen. Also viele Juristen haben Merkur in der Waage oder Merkur in der Jungfrau. Das ist ein Doppelphänomen. Bei Merkur in der Jungfrau kommt die Genauigkeit mit rein und die sauber gemachte Arbeit. Und bei Merkur in der Waage geht es darum, einen Ausgleich zwischen sich streitenden Parteien zu finden. Und je nachdem ist halt auch die juristische Arbeit von dem jeweiligen Anwalt gewertet oder schwerpunkttechnisch gelagert. Was wir hier noch haben, auf dem Boden würde ich jetzt eher zu Merkur im Skorpion tun, von den Farbigkeiten, von den Resten her. Das erzähle ich auch gleich, warum. So ist das dann mit Merkur in der Waage. Und die Blumen, die dann wachsen, sind interessanterweise oft wieder lila, haben aber jetzt tatsächlich eine Blüte. Und ich sage jetzt mal einfach, auf der Kommunikationsebene wäre das ein Ehepaar, das zwar jeweils seine eigenen Aspekte mit reinbringt in die Beziehung, so wir gehen hier lang, aber auch sein, gehen wir nochmal da, sein eigenes Individuelles versucht zu bewahren. Und die Wagen, mit denen ich gesprochen habe, die ich so in meinem Leben kennengelernt habe, haben eigentlich mir immer gesagt, dass sie in der Partnerschaft genau darauf Wert legen, dass man als Paar auftritt, aber trotzdem auch noch Aspekte hat, was ganz wichtig ist, die nur dem einen oder nur dem anderen gehören. Also nicht, dass es sich dadurch separieren soll, sondern dass jeder auch einfach noch irgendeinen Bereich hat, der nur ihm gehört oder ihr in dem Falle. Das ist eigentlich auch eine ganz vernünftige Haltung. Waage müssen auch zum Beispiel als Ehepaar nicht in einem Zimmer schlafen, sondern die können auch einfach jeder für sich einen Raum haben, um erstmal auch bei sich ankommen zu können. Es gibt andere Tierkreiszeichen wie der Löwe zum Beispiel, für den ist es völlig merkwürdig, wenn die Partnerin oder der Partner nicht mit ihm im gleichen Zimmer schlafen wollen. Und das drückt sich dann eben auch an solcher Stelle aus. Jetzt haben wir Merkur im Skorpion hier tatsächlich noch um uns rum, ganz viel. Und zwar, wenn man einen Baum fällt, ist das ein ziemlich, komm mal her, wo ist er? Ein ziemlich gewalttätiger Akt. Und das ist etwas, das passt zum Skorpion, denn der Skorpion schwingt sich auf als ein Lebewesen mit Merkur, das bestimmen darf, wer lebt und wer stirbt. Und das macht Natur ja auch. Es ist ja tatsächlich so, gehen wir weiter im Herbst, wird es kälter. Und die Lebewesen, die einfach dann fertig sind mit ihrer Lebensspanne, ja, die meisten Insekten, die sich eben nicht zurückziehen, sterben dann auch tatsächlich Stück für Stück ab. Wir haben nochmal auch in der ganzen Herbstzeit das aktuelle und aggressive Thema mit den Wespen an dieser Stelle. So, müssen wir mal. Also was ganz natürlich passiert ist, dass dann der Indian Summer vorbei ist und der schöne Herbst und dann fallen die Blätter auf die Erde und dann wird das Bunte interessanterweise eigentlich alles zu braun, bevor es schlussendlich zerfällt und zu Erde wird. Deswegen sagte ich das schon. Die Erde würde ich dann allerdings schon
noch einem anderen Tierkreiszeichen zuordnen. Aber was hier halt bei uns jetzt gerade gut zu sehen war, war dieser Baumstumpf und noch das rottende Laub, was halt einfach immer noch im Wald liegt. Und man kann es ja auch gut liegen bleiben, weil da ist es dann für bestimmte Tiere auch ein Schutz, zum Beispiel für den Igel. Und ich finde, das Igeltier, das sich ja dann in der Zeit vom Skorpion und zum Merkur im Skorpion auch einbuddelt und seine Höhle sucht und sich vollfuttert und so weiter und sich eben auf Winterschlaf vorbereitet. Ein schönes Phänomen, denn der Igel hat außer den Laubhaufen zum Schutz halt tatsächlich nur seine Stacheln und sein Körperfett, wenn er genug gefressen hat. Und das ist halt auch so ein Punkt. Der Igel ist ein Tier, das passt auch zu Merkur im Skorpion. Der macht einfach weiter. Also sprich, ein Igel ist ein Ich-gebe-nicht-auf-Tier. Das heißt, selbst wenn der so gut wie nichts zu fressen bekommen hat, wird er versuchen, den Winterschlaf irgendwie durchzureiten. Das heißt, wenn ihr so ein Tierchen seht, dann nimmt es vorsichtig auf. Und eine Sache zum Igel, bitte füttert ihm keine Milch. Füttert ihm Hundefutter oder Katzenfutter und Snoop aus dem Busch raus. Eieiei, ja. Und dann, ja, erkundigt euch bitte möglichst schnell nach einer Igelstation. Und bei Igeln müsst ihr auch mit Bevölkerung durch Insekten rechnen. Und Insekten, die solche Bevölkerung betreiben, fallen auch unter Merkur im Skorpion. Also sowas wie kleine Spinnentiere, Flöhe, wenn ihr Igel im Sommer trefft. Also da eher unter, also wer so ein Tierchen bei sich aufnimmt und es überwintert, muss es dann doch auch mal entflohen und entwurmen. Also auf jeden Fall den Tierarzt aufsuchen. Und wenn es eine Station gibt, die die Tiere aufnehmen können, die Leute holen das auch ab, dann seid so schlau und gebt den kleinen Kerl dahin. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Phänomen von Kommunikation ist, denn hier hängen an den neuen Bäumen irgendwelche Blätter dran. Das ist so ein eher menschliches Phänomen der Kommunikation, dass jetzt alles immer ausgedruckt wird und da steht irgendwas dran. Was? Kann kein Mensch lesen. Ja, also wenn Sie erreichen wollen, dass man nicht zu den Bäumen geht, hat super geklappt, weil die Zettel sind so dusselig da angebracht, dass man sie nicht lesen kann. Von da aus, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, heißt, man muss näher ran. Und damit haben wir eigentlich schon das Gegenteil, glaube ich, von dem erreicht, was gemacht werden soll. Nämlich, dass die Bäume, die gepflanzten, eigentlich in Ruhe gelassen werden. Ah, und da kommen wir zu einem sehr interessanten Phänomen, das später zu Merkur im Wasser mal noch auftritt oder was auch zu passt. Also wenn man es übertreibt, ne, mit der Kommunikation und mit der Kennzeichnung, hat man in der Regel nicht seine Ruhe, sondern es gibt noch mehr Zoff und so. Snoop, wir gehen mal ganz kurz da lang. Komm, nee, ich will mal wissen, was auf den Zetteln da drauf steht. Komm, natürlich will ich das jetzt wissen. Und da bin ich ganz merkurisch unterwegs. Nämlich, guck mal, dieser Baum ist behandelt mit Pflanzenschutz. Das heißt, man sollte den in Ruhe lassen. Deswegen hat er diesen weißen Stamm. Okay, komm Snoop, wir gehen mal weg. Weiter, hopp. Ja, also ich weiß ja nicht, welcher Vollpfosten sowas macht, aber ja. Es ist auf jeden Fall wichtig, weil wir hier um die Ecke rum einen Spielplatz haben. Der Spielplatz ist übrigens ein Merkur im Löwe-Phänomen. Das geht darum, dass hier versucht wird, durch eine Abgrenzung von bestimmten Bereichen eine Pseudosicherheit zu erzeugen. Und da hat sich dann so Merkur im Löwe ausgedacht, der Spielplatz wäre doch eine geile Idee. Und der Merkur in der Jungfrau hat dann gesagt, ja, aber da dürfen dann keine Haustiere drauf und da darf man dies nicht machen und das nicht machen und jenes nicht machen. Und dann hat der Merkur in der Waage gesagt, naja gut, wenn dann ansonsten Ruhe ist, versuchen wir es mal. Und der Merkur im Skorpion hat dann gesagt, ja, es gibt keine Regel, die man nicht brechen kann und an die man sich zwingend halten muss. Also müsst ihr den Spielplatz entweder richtig einzäunen oder hinnehmen, dass die Leute das Schild lesen und das ignorieren. So, das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel aus dem Alltag, wie das dann so laufen kann. So, hupsa, ist das Schild hier zu erkennen? Ja, ist es. So, ne? Das sind die Regularien. Und jetzt kann mir mal einer kurz erklären,
wie ich meinem Hund erkläre, dass er also auf diesem Spielplatz nicht drauf darf. Also meine kapieren es, weil sie an der Leine gehen, aber ich sehe ganz oft halt das Gegenteil davon. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man es in einem vernünftigen Rahmen bewegt. So, Snoop, kommst du jetzt bitte mit? Mein Dicker hat gerade keine Lust. Und da, wo man eigentlich nicht rumlaufen sollte, mit den Pflanzenschutzbäumen, da sind die Schilder an den Bäumen. Und das ist auch so ein Phänomen hier bei den Neubäumen, die wir hier haben, steht nichts von Pflanzenschutz. Und kurz mal, der Spielplatz ist da hinten. Und ich bin jetzt sehr früh unterwegs, heute auf den Sonntag, aber in der Regel ist da sehr viel los auf diesem Spielplatz und natürlich batschen die Kinder auch an die Bäume. Also da, wo der Zettel gebraucht wird, hängt keiner und da, wo ihn niemand lesen kann, da hängen drei Stück. Das ist Merkur in der Jungfrau. Also Merkur in der Jungfrau und Merkur im Skorpion, deswegen bin ich das gerade so, sind so ein bisschen diese Beamtenseelen, die halt einfach nach Schema F und Vorschrift handeln und die auf einer bestimmten Ebene auch so ein bisschen aufgegeben haben, sich mal hinzustellen und zu sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Ich mache da jetzt nicht mit, weil der gesunde Menschenverstand mir einfach sagen muss, dass das, was ich da gerade tue, so völlig jeden Sinn entbehrt. Ich vermute nämlich, dass es wie folgt gedacht war. Der eine Zettel sollte bei diesen Bäumen hängen, wo ich sie gerade gefilmt habe. Und dann sollte wahrscheinlich der zweite Zettel an den Anfang der Reihe beim Spielplatz zu dem Baum. Und der dritte Zettel wahrscheinlich ans Ende, damit man es hinten vorne in der Mitte lesen kann. Und irgendein Hochbegabter hat dann einfach an jedem Baum einen Zettel dran gehängt. Ein weiteres Phänomen von dieser Merkur-Konstellation, dieser Beamten, ich verfolge jetzt einfach nur mein Ding, ist, dass man aus schierer Menschlichkeit leider oft gerade auch in so einem Bereich Menschen beschäftigt, die, sagen wir es mal freundlich, die deutsche Sprache nicht mal so weit beherrschen, dass sie verstehen, was sie da eigentlich an die Bäume pinnen. Das kann man den Leuten selber nicht vorwerfen, aber denjenigen, die das organisieren, die drüber geordnet sind. Ja? Und das mit dem unglaublichen Phänomen und mit einer unglaublichen Sturheit verfolgen, anstatt den Leuten wirklich mal zu erklären, was sie da eigentlich zu tun haben und warum. Und sich die Mühe zu machen, denen auch vielleicht ausreichend Deutsch beizubringen. Hast du dann da so eine Kommunikation, die dazu führt, dass die Sachen halt irgendwie laufen, aber halt nicht sinnvoll und vernünftig. So. Und dass mir sowas auffällt, spricht dafür, dass ich auch einen ziemlich großen Anteil von Planeten in der Jungfrau habe. Stimmt, habe ich. Merkur ist nicht dabei, aber jemand, der sehr ähnlich, einer, der sehr ähnlich tickt an bestimmten Stellen. Und das ist schon ein sehr lustiges Phänomen, wo ich mich einfach frage, ja, wie geht sowas? So, Merkur im Steinbock unterstützt auch eher so eine Tendenz und beharrt dann eben auf seinen Standpunkten und lässt sich davon auch nicht abbringen. Und grundsätzlich ist der Merkur im Steinbock auch nie an irgendwas beteiligt oder nie an irgendwas schuld. Also zum Mond im Steinbock und zum Mond der Jungfrau und zum Mond im Skorpion gehört diese Beharrlichkeit. Dieses Ich habe Recht, es bleibt alles so, wie ich das will. Und das sind dann auch eben, wie gesagt, sehr oft diese typischen Beamtenseelen, die dann einfach auch keinen Raum lassen für was anderes. Und ich habe festgestellt, ich habe den Merkur im Schützen gerade in der Mitte ausgelassen. Den muss ich natürlich jetzt noch nachholen. Merkur im Schütze, das ist eigentlich das, was hier jetzt ganze Zeit während des Videos passiert. Meine etwas verhuschte Art ist typisch Merkur im Schütze. Merkur im Schütze kann aber auch ein sehr bösartiger Merkur sein. Das heißt, also der kann auch, hat das, was man allgemein als eine Goschwier-Schwert bezeichnet. Das heißt, der Merkur ist im Schütze ein sehr drastischer Merkur. Er ist in sich ein bisschen widersprüchlich, denn er steht im Schütze im Exil. Das ist also eigentlich nicht sein Zeichen. Das ist Jupiter geprägt und Merkur im Schütze ist auch ein Phänomen, ja, wo man sagen kann, es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass die Person was mit der Lunge hat. Und auch Merkur im Skorpion ist übrigens etwas lungenerkrankungsanfällig. Das könnte man jetzt mal als Feldforschung betreiben, bezogen auf die Covid-Geschichte. Fällt mir gerade so auf, das wäre mit Sicherheit interessant, mal rauszufinden, wo und in welchem Haus der Merkur stand bei diesen ganzen Lungenerkrankungen. Das habe ich natürlich noch nicht getan, weil da waren einfach andere Sachen wichtiger. So, jetzt kommt mein Hund mal hoffentlich bitte mit.
Merkur im Schütze ist eigentlich sehr freiheitsbetont und sehr freiheitsliebend. Das ist auch der Grund, warum Schützen so gerne reisen, wenn der Merkur da steht. Und Schützegeborene haben ihn ja meistens immer da. Schützegeborene möchten eigentlich am allerliebsten in irgendeiner Form unterwegs sein. Stillstand ist das, was sie überhaupt nicht leiden können und was ihnen auch keinen Spaß macht. Da sind sie auch konform mit Merkur im Zwilling. Der ist auch immer unterwegs. Ist auch ein sehr kreativer Merkur, der gut schreiben kann und gut erzählen kann. Der allerdings ein bisschen eine andere Form von Journalismus betreibt als der Merkur in den Zwillingen. Also ich sehe denjenigen eher als überfassend philosophisch. Und da ist es halt auch tatsächlich so, dass der Merkur im Schütze ein idealistisches Ziel verfolgen muss und auch wissen muss, warum er bestimmte Dinge tut. Was auch zu Merkur im Schützen passt, sind ungewöhnliche pädagogische Systeme, sind die Auseinandersetzung mit dem, was man tut. Der Merkur im Schütze liebt eben Farben und Formen und ist eben ja grundsätzlich kreativ auf ganz vielen Ebenen und verzettelt sich halt leider auch mal ein bisschen. Lehre und Lehren gehört mit dazu, weil es, wie gesagt, bei seiner Situation nicht nur um das reine wissenschaftliche Lehren und Lernen geht, sondern auch durchaus um das Esoterische. Und ich meine, ich mache Astrologie. Und damit habt ihr ein Paradebeispiel dafür, wie Merkur im Schütze arbeitet. Ja, und es ist auch so, dass man sich auch gegen Situationen gar nicht wehren kann oder abgrenzen kann. Zumindest ist das mein Empfinden. Und mir ist zum Beispiel auch der Begriff Karma sehr bewusst. Trotzdem weiß ich, in manchen Situationen nicht umzugehen. Und das da ist auch ein Klassiker. Die Farbe, die wir hier sehen, wäre so eine typische Merkur im Schütze Farbe. Ja, und da der Merkur da in seinem Gegenzeichen steht, haben wir die natürlich auch in der Natur schon vertreten im Frühjahr, weshalb ich die jetzt gerade auch so schön aufnehme. Und der Merkur im Schütze hat auch was mit Religionen zu tun, wobei es da eher um das Wissen um Religionen geht. Und der Merkur im Steinbock wäre ein fanatischer Vertreter des Christentums zum Beispiel oder ein fanatischer Vertreter seiner Religion als solches und seiner Überzeugung, wobei der Schütze sich von Argumenten überzeugen lässt und manchmal sogar zu sehr sich dann einfach auch vereinnahmen lässt durch Dritte. Jetzt haben wir noch Merkur im Wassermann zu besprechen und zu Merkur im Wassermann gehört alles, was mit Gruppen, mit Kommunikation über modernen Medien zusammenhängt, mit Zusammenschlüssen und mit Anerkennung von Freunden unter Freunden. Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel diese WhatsApp-Gruppen, diese seligen oder unseligen, die man eben haben kann, wo dann einfach Menschen sich zusammentun, um sich mit gleichen Interessen zu verbinden. So Facebook gehört damit dazu, Instagram, Twitch, Twitter, alles was so in irgendeiner Form versucht, Menschen in die Kommunikation reinzubringen, Gruppenbildung zu betreiben und eben aber auch Meinungsbildung, weil der Merkur ist halt auch der Meinungsbilderplanet. Ja, das ist das, was man dazu sagen kann. Da bringe ich auch noch mal ein paar Bilderbeispiele. Zelensky, finde ich, ist eine absolute Verkörperung von dem. Der hat sich mit seinen Freunden zusammengetan und seinem Mond im Löwe dann natürlich auch gleich die Leading Role gegeben und hat aber eben die ganzen Kommunikationsmittel der modernen Zeit genutzt, um sich bekannt zu machen, sein Geld, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, was so völlig in Ordnung ist. Und eben auch mit seinen Freunden und für seine Freunde etwas zu tun. Ich sag mal einfach, hätte es ihn so nicht gegeben, hätte es Quartier oder Quartal 95, so heißt ja seine Gruppe, im klassischen Sinne so nicht gegeben. Und solche Persönlichkeiten benötigt man dann auch tatsächlich, um eben für die Allgemeinheit Dinge voranzubringen. Und dafür ist der Wassermann natürlich super. Dann haben wir beim Merkur im Wassermann auch die Situation, wenn ihr mal so guckt nach dem Winter, wenn es so richtig kalt war und dieses Matschschnee und Matschprabbelwetter durch ist, das zu Merkur in den Fischen übrigens gehört, da komme ich gleich noch drauf, dann ist ja der Widder dran. Aber kurz davor gibt es immer so eine Phase, wo man schon mal so einen Frühlingshauch bekommt, wo es mal so ein paar Tage sonnig ist und richtig schönes Wetter. Und das ist die Zeit, wo der Merkur im Wassermann drin steht. Und
Merkur im Wassermann hat noch eine Schattenseite, wie alles hat halt immer Licht- und Schattenseite. Merkur im Wassermann ist oft damit verbunden, wenn Leute in Unfälle reingeraten oder wenn Fehlkommunikation läuft. Leider hat es auch was mit Intriganz zu tun oder harschen und harten Entscheidungen. Wenn also eine Gruppe dich nicht will, dann kann man immer gucken, was ist da für ein Merkur im Wassermann gerade unterwegs. Merkur in den Fischen ist eigentlich fast schon Vorläufer zum Merkur im Widder, denn zu Merkur im Widder habe ich noch was vergessen. Merkur im Widder sind zum Beispiel auch sehr gute Tänzer, weil die ihre Bewegung nach außen darstellen, nach außen ausdrücken. Und das ähnliche Phänomen haben wir mit Merkur in den Fischen, denn zu den Fischen gehört als Körperteil der Fuß, also wirklich der Fuß, die Zehen und so weiter. Und an den Füßen kann man eine ganze Menge auch erkennen, wie gesund ein Mensch ist und wie geheilt ein Mensch ist und was er einfach für sonstige körperliche Gebrechen hat. Also jemand, der Fußpilz hat, der muss auch sonst auf seinen Körper sehr achten, denn zum Beispiel dieses Fußpilzphänomen, die Viren und Bakterien, die er da hat, die breiten sich eben auch auf dem ganzen Körper aus. Deswegen sollte man auch sehr auf seine Füße achten, denn die Füße sind das, was einen durchs Leben trägt und was einen halt auch in die Situation und Lage versetzt, von A nach B zu gehen und irgendwo hinzukommen. Ne? Merkur in den Fischen, das ist so die Zeit, wo es matschig und prappelig wird und wo einfach der Matschwasser das Phänomen der Stunde ist. Jetzt muss ich mal gucken, ja, jetzt läuft der Hund ins Bild. Gut, dann weiß man wenigstens auch genau, wo die Pfütze ist, nämlich hier. Und das wäre so ein klassisches Merkur in Fische-Thema. Wasser, wo kleines Lebewesen unterwegs sind, wo Insekten unterwegs sind jetzt um diese Jahreszeit natürlich, aber wo eben auch Fische ihren Laich ablegen. Das ist alles Merkur im Fisch und das sind einfach so die wichtigsten Phänomene. Und jetzt habe ich gerade was entdeckt, das muss ich euch noch kurz zeigen, das ist echt lustig. Moment mal. Also wir haben eigentlich noch viel zu früh. Papa, komm mal her, guck mal. Kriege ich die jetzt wieder drauf? Mal gucken, da sind Erdbeeren. Ich hoffe, man sieht das. Die sind natürlich deutlich zu früh. Warum ich die jetzt aufgenommen habe, Erdbeeren nennt man auch Merkurpflanzen, weil sie kommen uns als Früchte daher und sind eigentlich Nüsse und haben natürlich auch dieses Thema der Vervielfältigung. Und wenn die jetzt schon reif sind, in der Mythologie nennt man Erdbeeren Früchte der Veränderung. Das heißt, wenn irgendwo viele Erdbeeren wachsen, erleben die Menschen in der Umgebung von diesen Erdbeeren angeblich starke Lebensveränderung. Das ist nur mal so ein mythologisches Ding als Einwurf. Und da kommen wir dann auch noch mal ganz kurz zu dem Merkur in Fische. Merkur in Fische ist sehr übersinnlich, sehr offen für Meditatives und für Esoterisches. Das kommt manchmal sehr verhuscht rüber. Da sind auch gute Kartenleger dabei zum Beispiel. Und alles bewegt sich so auf diesem Gebiet. Maler mit Merkur in den Fischen oder überhaupt Menschen mit viel Fischeanteil arbeiten sehr gerne monochrom, würde ich sagen. Monochrom bedeutet, dass man vor allen Dingen mit den Farben arbeitet, ohne gegenständlich zu werden. Oder versucht, die Gegenständlichkeit eben so ein bisschen verschwimmen zu lassen hinter den Farbphänomenen. Ja, man sieht, wie sich das inzwischen klimatechnisch vermischt. Und wir haben hier inzwischen auch schon erste Rosen, die voll blühen. Also das geht aber nur, wenn man die im Garten hält. In der freien Bahn ist es noch zu früh. So, jetzt hoffe ich, dass man das auch sehen konnte. Sorry, aber wenn ich hier so rumlaufe, dann schiebe ich sowas immer noch mal ein bisschen zwischendrin ein. Und guck mal, das ist jetzt also ein echtes Phänomen. Die Erdbeeren und das andere da dazu, das ist natürlich der Knüller. Und jetzt möchte ich euch noch was erzählen, nachdem ich die ganzen Tierkreiszeichen durchgegangen bin, mit der Merkurqualität, zum Thema, was bedeutet eigentlich verbrannter Merkur. Also verbrannter Merkur ist das, was wir am deutlichsten merken, wenn es passiert. Aber ich sage euch, jeder Planet kann verbrannt werden. Und zwar bedeutet verbrannter Planet einfach nur, dass... jetzt rutscht mir schon das Handy aus der Hand, Entschuldigung. Ich mache das, wie gesagt, beim Spaziergang. Verbranntes Planetenteil bedeutet einfach nur, dass der Planet von der Erde aus betrachtet total nah an der Sonne ist. Beim Mond kennen wir das dann als Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis.
ist, wenn die also bei Neumond entweder am Tag oder in der Nacht so aufeinandertreffen, dass sie sich übereinander schieben und dann sozusagen die Energien komplett miteinander verschmelzen sollen. Das heißt also, das ist ein Phänomen, das zwischen jedem Planeten und der Sonne zwischendurch auftritt. Am häufigsten zwischen Sonne und Mond, dann Sonne und Merkur eben und auch zwischen Sonne und Venus, was einfach daran liegt, dass die alle vor der Erde angesiedelt sind, sozusagen in der Reihe der Planeten heliozentrisch von der Sonne aus betrachtet und deswegen für uns von der Erde aus so aussehen, als würden sie immer in so einer Wellen- und Schwankbewegung um die Sonne herumtanzen. Also der Mond kreist ja um die Erde, ne? Dadurch entsteht dann so eine bestimmte Bewegung. Und bei Merkur und Venus ist es so, dass die wie in so einer Pendelbewegung nach rechts und links um die Sonne herum zu tanzen scheinen. Weshalb beide Planeten dann mal Morgen- und mal Abendstern sind. Heißt mal vor der Sonne am Himmel aufgehen oder mal nach der Sonne am Himmel aufgehen. Es sind aber immer die beiden gleichen Planeten. Also wir haben immer Merkur und Venus, die das machen. Und wenn man dann die Situation hat, dass die genau übereinander stehen, dann nennt man das einen verbrannten Merkur oder eine verbrannte Venus oder halt was bei den anderen Planeten dazukommt. Und die verbrannte Venus nehmen wir uns mal anders vor. Der verbrannte Merkur bedeutet eigentlich, dass es ganz schwierig ist zu kommunizieren, dass nichts wirklich funktioniert, dass die rechtliche Lage unübersichtlich ist, dass Lügen über Leute verbreitet werden und. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass es einem gesundheitlich eine Zeit lang vielleicht nicht so gut geht, all sowas. Und in dem jetzigen Fall ist es so, dass der Merkur nicht nur verbrannt ist, sondern auch noch retrograd, also rückläufig. Das heißt, es sieht von der Erde so aus, als ob er sich gerade umdreht. Und dann kriegt man ganz viele alte Themen serviert, die vielleicht schon 2-3 Jahre in der Schublade liegen und denen man sich einfach nicht stellen wollte. Und die dann einfach etwas schwierig sind. Also in meinem Falle jetzt speziell geht es darum, dass ich das Problem habe, dass ich vor 2 Jahren an der Schule gearbeitet habe, was wunderbar zu Merkur und Merkur im Schützen passt. Und dort haben Schüler mein Auto kaputt gemacht. Und dieses Auto ist eben von der Versicherung nicht ersetzt worden. Angeblich, weil man, also von der Versicherung der Schule, angeblich, weil man nicht richtig rausfinden konnte, welches von den Kindern das gemacht hat, was natürlich kompletter Blödsinn ist, denn eigentlich hat eine Schule eine Haftpflichtversicherung, die so einen Teil komplett abdeckt. Und da hat man sich einfach rausgeredet. Und ich durfte dann lernen, dass ich über Merkur im Steinbock und Merkur in der Jungfrau einfach nicht drüber wegkomme, denn mein Arbeitgeber war natürlich die Stadt, in der ich da gearbeitet habe. Und wenn die was zahlen sollen, ich glaube, das brauche ich keinem erklären. Wer schon mal mit dem Finanzamt zu tun hatte, weiß auch, dass das so ist. Da wird einfach ganz schlicht ignoriert, was das Recht des Bürgers ist. Und da kannst du dich dann im Detail totlaufen, dich ständig beschweren und dich über Monate und Jahre damit beschäftigen. Und da hatte ich einfach keine Lust drauf und deswegen habe ich es liegen lassen. Jetzt hat sich das Ganze aber gerecht, denn es ist ja so, dass Corona jetzt rum ist und dass ich eben nicht nur als Kunstpädagogin in einer Schule gearbeitet habe, sondern eben auch Ausstellungen mache und Ausstellungen anfahre. Und es hat sich jetzt rausgestellt, dass sich während Corona bei den Autovermietern ein paar Sachen geändert haben. Und jetzt kann ich kein Auto mehr mieten, weil zu den normalen Mietgebühren es nötig ist, Kautionen zu hinterlegen bei den Autovermietern. Und für ein normales Gehalt, so wie ich das im Moment kriege, ist die Kaution zwischen 200 und 400 Euro einfach nicht stemmbar. Das heißt im Klartext, ich werde komplett ausgebremst. Und das ist auch ein Phänomen von einem rückläufigen Merkur, dass einfach dieses Gefühl entsteht, man selber hat alles richtig gemacht und du wirst einfach nicht gesehen, nicht gehört und nicht ernst genommen. Das ist so ein bisschen dieses Hofnarr-Phänomen. Und da komme ich einmal kurz zu Zelensky. Herr Zelensky hat ja gerade einen Vorstoß gemacht, dass er Unterstützung möchte, um einen Friedensvertrag mit Russland zu erstellen. Und das kommt dann zwar in den Nachrichten, ne, und wird aber trotzdem nicht weiter diskutiert, weil auch er an einem Punkt angekommen ist, nochmal auf die Frage bezogen, hat er was für sein Volk getan, wo einfach so viele andere Kräfte reinspielen in diesen Konflikt, die er gar nicht steuern kann. Und dann kommt er selbst als Präsident eines Landes an seine Grenze und an seine Handlungsmöglichkeiten. Und das ist ein solches Phänomen, was damit dazugehört. Und der rückläufige Merkur
Der hat immer einen Anfang und ein Ende, bevor er zusammengeht mit der Sonne und sich da wieder drüber legt. Und das Ende von diesem rückläufigen Merkur, von dieser Phase jetzt, ist der 2. Juni. Und gehen tut das Ganze schon so ungefähr 2 Wochen. Der Merkur hat ein schönes Phänomen. Er macht nämlich immer eine kleine Schleife, eine lange und große Schleife und nochmal eine kleine Schleife. Also das heißt, und dann geht er wieder ein paar Monate geradeaus weiter, immer parallel zur Sonne oder mal vorher, wie gesagt, hinweg und hinterher. Und jetzt hatten wir noch zusätzlich ein Phänomen, was ich euch auch einblende noch, dass nämlich der Merkur rückläufig ist und dann auch mit der Sonne zusammensteht. Und parallel ist es halt auch so gewesen, dass dann noch obendrauf als kleines Bonbon an dem Tag, an dem diese Konjunktion zwischen Sonne und Merkur komplett war, also so ganz genau, der Wechsel vom Stier in den Zwilling stattgefunden hat. Also von der Erde ins Luftzeichen. Und da passt, wie gesagt, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, auch diese Umweltkatastrophe, die wir jetzt ja schon wieder hatten. Dieser Sturm, dieser Tornado in Mittelhessen dazu. Quatsch, in Hessen, was ist das? Nee, Nordrhein-Westfalen, Entschuldigung, mein Fehler. Da passt es jedenfalls gut dazu. Und ja, was dann zum Beispiel auch dazu passt, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, ich zucke gelegentlich mal so ein bisschen. Ich habe vor einem Vierteljahr eine Gehirnerschütterung gehabt und ein leichtes Schleudertrauma im Nacken. Und mein Arzt hat mir dann verkündet, was auch zu Merkur passt, dass dieses Zucken daher kommt, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass mir ein Stück vom Kopf, dass es also hier noch so eingeschlafen und taub ist. Und ja, das geht dann mit der Zeit angeblich noch weg, wenn die Gehirnerschütterung ganz ausgeheilt ist. Ich bin gespannt, mich nervt es tierisch. So, und um es für euch noch ein bisschen griffiger zu machen, was der rückläufige und, wie nennt sich das, verbrannte Merkur bedeutet, mache ich nochmal einen kurzen Überschnitt über die Tierkreiszeichen diesbezüglich. Und zwar, wenn man jetzt sagt, verbrannter Merkur, rückläufig im Widder, dann verkehrt sich diese vorwärtsströmende Energie vom Widder ins Negative und dann ist Streit einfach dran. Also Streit und Rechthaberei ist ein ganz wichtiges Thema, sowieso beim Thema rückläufiger Merkur und verbrannter Merkur. Missverständnisse sind ein wichtiges Thema und im Widder eskaliert das Ganze dann. Beim Stier werden die Gespräche kalt, das heißt, da wird dann eigentlich nicht mehr gesprochen, da schläft die Kommunikation ein. Im Zwilling geht man einfach auseinander, wenn der Merkur sozusagen verbrannt ist und rückläufig und redet nie wieder miteinander. Das ist jetzt überspitzt, aber dass man es kennt. Redet nie wieder miteinander ist ein klassisches Phänomen vom Krebs. Man wird sozusagen geghostet, wenn der Merkur rückläufig da verbrannt ist. Dann hat man den Löwe. Der Löwe versucht es noch eine Weile mit Argumentation, ist vielleicht sogar noch sehr kreativ. Und wenn er richtig sauer ist, versucht er der Person auch noch zu schaden. Was dann allerdings hauptsächlich ein Phänomen ist, was die Jungfrau dann tut. Die ist nämlich dann richtig beleidigte Leberwurst. Dann kommt die Waage. Die Waage vergisst mal kurzzeitig, dass sie Diplomatie beherrscht und streitet sich dann richtig rum. Und meistens passieren dann an solcher Stelle übereilte und kurzfristige Trennungen, was man also wirklich im Hinterkopf behalten sollte. Manchmal ist es echt gut, man guckt vorher in die Sterne, bevor man irgendwie vom Partner geht. Dann haben wir Skorpion, das wird dann richtig fies. Ich nenne es jetzt mal so ein bisschen das Thema Giftmorde, True Crime und all sowas, das fällt dann noch mit drunter. Wird dann, also solche Sachen können an so einer Stelle passieren, dass sowas eskaliert, wenn Leute eh schon im Streit sind, dass dann einer wirklich zur Waffe greift. Dann haben wir Schütze. Schütze geht wütend stampfen aus dem Haus. Ist relativ harmlos noch bei der Gelegenheit, aber halt auch nicht nur freundlich. Dann kommt der Steinbock mit so einem verbrannten Merkur. Da versuchen, in irgendeiner Form Recht zu bekommen bei einer juristischen Auseinandersetzung oder gegenüber einer Behörde, ist de facto ein Ding der Unmöglichkeit. Dann weiter zum Wassermann. Ja, bei Wassermann, da muss man sich jetzt nur angucken, was gerade in der Ukraine passiert, wo eben ganz viele Leute alle über den heißen Brei stolpern und in den heißen Brei reinreden und im Endeffekt nichts Vernünftiges bei rumkommt. Wie gesagt, ich glaube, dass die ersten Verhandlungen einsetzen können im Juni und das Ganze wird sich bis zum Skorpionzeitpunkt durchziehen. Ja, vielleicht sogar noch länger, was dann bestätigen würde für mich übrigens, dass eindeutig ist, dass Putin einen Steinbock-Aszendenten hat. Und dann kommen wir zum Wassermann, was ich ja auch schon mal gesagt habe, ja, das geht dann bis hin zu so einer multiplen Zerstörung. Das heißt, dass eben
die hatte ich schon, ne? Dass zu viel reingeredet wird und dass es eben dann durchgeht. Und bei Fische ist es einfach so, der Fisch, Merkur an der Stelle, zieht sich zurück, weint vor sich hin. Und bei Verbrechern werden sie vielleicht auch mal erwischt und wandern in den Knast, als ein Beispiel. Und ja, wissen eigentlich nicht so richtig, was ihnen da eigentlich gerade geschieht. Da kann es dann zum Beispiel auch zu Verdächtigungen Unschuldiger kommen. Das ist auch so ein Phänomen von dieser Art von Merkurposition. Eine Sache ist mir noch eingefallen, genau, weil, also erst zum Beispiel gestern war der Wind etwas stärker, als wir durch die Wiese gelaufen sind, die ich ja auch die ganze Zeit schon gefilmt habe. Und da sind mehr Pollen geflogen. Und ich bin fast erstickt, also bei dem Spaziergang, sag ich mal so. Heute kann ich zwischen diesen wirklich fast personengroßen und personenhohen Gras entlang laufen und nichts passiert. Und gestern hatte ich ihn auch dabei. Ich weiß nicht, hoffe, dass man das sehen kann. Da ist mein, irgendwo ist mein Hund. Ja, mein zweiter. Und der hat gestern jeden anderen Hund angebellt, hatte super schlechte Laune. Und er ist, da ich natürlich weiß, weil mein Hund Geburtstag hat, ein Merkur im Schütze. Also ein klassischer, ich kläff dich dann mal an, weil ich mies gelaunt bin, mäh. Und jetzt hat er wieder gute Laune und alles ist schick und fein. Ich laufe hier immer noch durch die Gegend. Zwischen mit der schönsten Wolkendecke im Hintergrund ist mal ein ganz anderes Extro. Ich bleibe mal eben kurz stehen. Das war nämlich das 75. Video. Heute mal sehr bewegt, was übrigens finde ich auch zu Merkur ganz gut passt. Muss ich mal gucken. Ah, so ist besser. Hinter mir habe ich jetzt nochmal Architektur. Das wäre Merkur im Löwe. Da oben habe ich den Merkur in den Luftzeichen. Um mich herum habe ich Merkur in den Erdzeichen. Dann habe ich hier mich noch dazwischen mit meiner japsenden Lunge. Und das war das Video 76. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal ein ganz anderer Stil. Und ja, wenn es euch gefallen hat, macht bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann sagt mal was in den Kommentaren dazu oder macht einen Daumen runter. Gibt es ja nicht mehr. Ich mag nicht, heißt es ja heute. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Ja, jetzt habe ich es wieder vergessen, aber ich hole es nochmal nach. Ihr könnt bei mir natürlich jederzeit auch Termine buchen und euch astrologisch beraten lassen. Denn das ist natürlich der Job, der sich aus der ganzen Situation, upsala, jetzt fällt die Kamera runter, nochmal ergeben hat. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.